eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zum HSV-TV Spieltagscheck, der natürlich auch heute wieder von unserem Partner eToro präsentiert wird. Wir wollen reden über das Heimspiel unserer Rothosen gegen die KSV Holstein. Und welcher Gesprächspartner würde dafür besser passen als Jonas Meffert? Moin, Meffo. Moin. Grüß dich, Meffo. Ja, du blickst ja auf eine längere Kieler Vergangenheit zurück. Darüber wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Lass uns jetzt erstmal gen Himmel schauen. Die Sonne strahlt über dem Volkspark, eigentlich total untypisch für Hamburg. Ende Oktober stellt sich mir die Frage, was ist denn so dein Lieblingsfußballwetter? Du bist ja auf dem Platz eigentlich eher der Typ Arbeiter, würde man vermuten, so Fritz-Walter-Wetter, Regen, das ist dein Ding? Oder bist du eher der Typ, der sagt, wenn die Sonne scheint, dann schmeckt mir das? Ja, grundsätzlich ist mir das eigentlich egal, was für ein Wetter. Ich habe eigentlich immer Spaß beim Fußballspielen. Ich mag es auch gerne, wenn es so ein bisschen regnet, das finde ich nicht schlecht. Aber ja, zu heiß, das gefällt mir nicht so. Aber sonst ist mir das eigentlich egal. Weg vom Wetter werden wir jetzt mal richtig sportlich. Am vergangenen Dienstag sind wir nach einer richtigen Pokalschlacht in Nürnberg weitergekommen. Das ist natürlich sehr schön für alle HSVer, sehr unschön. Die schwere Verletzung von Leibe, inzwischen ist ja bestätigt, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Was bedeutet das für uns aus menschlicher und auch aus sportlicher Sicht? Ja, das ist auf jeden Fall ein herber Verlust für uns. Also wirklich ganz extrem, vor allem auch menschlich, weil Leibe immer gute Laune und sowas reingebracht hat, weil er auch einfach viel Erfahrung hatte. So ein Wortführer bei uns in der Mannschaft ist und den werden wir jetzt schon schmerzlich vermissen in der Kabine, auf dem Platz. Das hat die Freude auch wirklich sehr getrübt. Das war schon einfach scheiße, so eine unnötige Situation. Ich glaube, wenn der Schiri eine Aktion vorher dem Spieler sagt, wenn du nochmal so reingehst, kriegst du eine gelbe Karte, dann passiert das auch gar nicht und deshalb ist es einfach nochmal umso ärgerlicher und es tut mir richtig leid. Ja. Uns allen natürlich gute Besserungen an dieser Stelle nochmal an dich, Leibe. Wir wollen jetzt in unserer Rubrik Unser HSV einmal schauen, was sich sonst noch so im HSV-Lager getan hat. Film ab. Ein Last-Minute-Sieg in Paderborn und der Einzug ins Pokal-Achtelfinale nach Elfmeterschießen. Unsere Jungs konnten in den letzten Tagen einiges an Selbstvertrauen sammeln. Mit Rückenwind geht es nun gegen Holstein Kiel in das dritte Spiel binnen 8 Tagen. Ja, weil das ist einfach auch wichtig für uns, immer auf dem Gaspedal zu bleiben, immer Druck auszuüben. Das ist wichtig, das brauchen die Jungs auch, das machen sie sich intern auch. Und deswegen versuchen wir diesen Schwung und dieses Adrenalin, das vielleicht noch in uns steckt, so lange wie möglich mitzunehmen, dass wir ganz viele Spiele gewinnen. Für 2 unserer Jungs hielt die letzte Woche außerdem ihr Tordebüt für den HSV bereit. Tommy Doyle erzielte den umjubelten Siegtreffer in der 94. Spielminute in Paderborn. Eigengewächs Jonas David entschied nicht nur mit seinem letzten Schuss im Elfmeterschießen die Partie in Nürnberg, sondern köpfte kurz vor der Halbzeit die 1:0-Führung. Dies war sein erster Profitreffer. Beide Erfolgserlebnisse sind ein weiteres Indiz für den Weg, den der HSV gehen möchte. Jonas ist einfach auch ein Sinnbild für unseren Weg, das HSV. Ja, gerade junge Spieler zu fordern und zu fördern, genauso wie die ganzen anderen Jungen, die wir jetzt dabei haben. Die Jungs machen ihre Sache wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und da belohnt sich dann der Junge, der sehr viel dafür tut, genauso wie die anderen. Und das ist unser Weg und den wollen wir gehen mit Mut und Bereitschaft. Und von daher ist es schön, dass sich die Jungs dann auch dementsprechend selbst so sehr belohnen. Allerdings muss unsere Mannschaft auch einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Am Mittwoch bestätigte sich die Befürchtung, dass Tim Leibold sich im Pokalspiel das vordere Kreuzband gerissen hat. Für ihn bedeutet dies leider das Saison aus. Wer Leibe ersetzen kann, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Klar, dass sich Miro dann anbietet als sein Ersatz, wobei ich sagen muss, auch davor hat er ja schon angedeutet, wie gut das er ist und wie wertvoll das er sein kann. Aber es gibt auch immer noch Alternativen dazu, dass man vielleicht einen anderen nach links stellt oder einen Rechtsfuß dann auch mal woanders hin positioniert oder mit 3 dann beginnt hinten. Also da gibt es durchaus auch andere Möglichkeiten. Aber rein nominell ist natürlich Miro derjenige, der dafür geeignet ist. In jedem Fall werden 11 Rothosen am Sonnabend im Volkspark auf dem Rasen stehen.
und versuchen, den dritten Sieg binnen 8 Tagen einzufahren. Ja, Mefo, wir haben eben schon über den Erfolg im DFB-Pokal in Nürnberg gesprochen. Inwiefern spiegelt dieser Sieg im Elfmeterschießen auch so diese Mentalität der Mannschaft wider? Ja, also ich finde, das hat man schon vor dem Elfmeterschießen, wie wir im Kreis zusammengegangen sind und Ferro eigentlich alle angeschrien hat, wir hauen jetzt jeden Elfer rein, dann gewinnen wir halt so das Spiel. Und da hatte man schon diese Überzeugung, so hat man schon gespürt, ja, ich glaube, wir gewinnen das schon. Und ja, durch Sonnys Elfmeter, das war nochmal so, ich glaube, da haben die anderen Spieler doof geguckt auf der anderen Seite und waren vielleicht auch nervös, wie souverän und eiskalt Sonny den Elfer da reingehauen hat, beziehungsweise gelupft hat. Das war schon ein Zeichen, glaube ich. Und Ferro hält natürlich den vierten Schuss dann auch super. Und ja, ich fand, wir haben auch hochverdient gewonnen. Also am Ende gab es eigentlich für mich nur einen verdienten Sieger und das waren wir, auch wenn es ein sehr, sehr sehr gutes Spiel war, sehr temporeiches Spiel. Nürnberg hätte auch das Spiel gewinnen können, aber meiner Meinung nach waren wir der verdiente Sieger am Ende. Du hast zwar keinen Elfmeter geschossen, aber hast ja wieder eine ganz wichtige Rolle auf der 6 gespielt. Ich fand gerade, dass du in der Verlängerung, in der Restverteidigung einfach wieder enorm stark warst. Wo nimmst du diese Power her, da diese Räume auch nach so einer langen Spielzeit noch zu schließen? Ja, ehrlicherweise konnte ich nicht mehr in der Verlängerung und bin einfach eher hinten geblieben. Deshalb war ich dann auch eher hinten bereit und bin gar nicht mehr so mit nach vorne gegangen. Und ja, es war einfach echt extrem anstrengend. Das Spiel hat sehr geschlaucht und deshalb sind wir natürlich schon froh, dass wir es gewonnen haben, auch wenn natürlich der Wermutstropfen ja, im Hinterkopf bleibt. Ich habe mal ganz tief in der Statistikkiste gekramt und habe herausgefunden, dass du in der Laufstatistik der zweiten Bundesliga nach jetzt 11 Spieltagen auf Rang 5 liegst. Hast da insgesamt 120,6 Kilometer bis dahin abgespult. Ist das bei dir eigentlich genetisch bedingt? Warst du schon immer ein guter Läufer oder hast du dir dieses Konditionelle irgendwie angeeignet über die Jahre? Nee, ich hatte das eigentlich schon immer so in mir drin. Ich bin ja auch eher so der Typ Ausdauerläufer quasi. Bin jetzt nicht so sprintstark, kann eher ja, auf einem ordentlichen Tempo lange laufen und jetzt nicht auf kurzer Distanz extrem schnell. Das liegt eh so an meiner Figur und sowas. Das ist genetisch bedingt wahrscheinlich, ja. Auch abseits vom Fußball erweiterst du ja deinen Horizont. Ich habe noch mal im alten HSV-Live-Interview nachgelesen, dass du parallel zu deiner Fußballkarriere BWL studierst. Sind deine Noten in der Uni denn auch so gut wie deine Laufdaten? Also meine Noten in der Uni sind besser als meine Kickernoten, glaube ich. Keine Ahnung. Also die Noten sind jetzt nicht super, aber die sind schon in Ordnung. Ist okay. Lass uns mal auf die sportliche Gesamtsituation schauen. Wir sind jetzt insgesamt seit 9 Pflichtspielen ungeschlagen. Würdest du sagen, dass die Mannschaft mehr und mehr auch diesen Fußball, den Tim Walter euch vorgibt, adaptiert hat, angenommen hat und dass wir ihn jetzt auch konstant besser umsetzen können auf dem Platz? Ja, ich finde schon. Das ist auch klar, wenn ein neuer Trainer mit einer ganz neuen Idee kommt, dass es einfach seine Zeit braucht. Und ich bin mir auch sicher, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir müssen noch hart an uns arbeiten, um noch besser zu werden, um das noch besser umzusetzen. Und ich finde, das merkt man einfach jeden Tag im Training hier, aber auch jede Woche am Spieltag, dass jeder versucht, es immer besser umzusetzen, dass wir immer besser werden. Und ja, das ist, also uns bringt es jetzt nicht so viel, dass wir 9 Spieltage ja, quasi ohne Niederlage sind, weil wir hätten vielleicht 2, 3 Unentschieden, dann 2 Siege daraus und mal vielleicht einmal verlieren, hätten wir halt jetzt mehr Punkte, das wäre, glaube ich, besser, ja. Du hast gesagt, wir müssen noch mehr auf die Siege gehen, am besten schon am Sonnabend wieder, wenn deine alten Kollegen von Holstein Kiel ins Volksparkstadion kommen. Mich, ich glaube auch viele HSV-Fans würde interessieren, wer sind denn eigentlich so die Buddies von dir da in der Mannschaft bei der KSV? Ja, ich bin sehr gut mit Stefan Teska befreundet. Wir haben auch noch relativ viel Kontakt. Fabian Reese. Ja, aber ich habe da mit allen eigentlich einen guten Kontakt, mit Finn Porat oder so. Also da sind schon einige, die ich jetzt aufzählen könnte. Alexander Injowski, mit dem ich auch schon in Freiburg zusammen gespielt habe. Also da ist schon noch guter Kontakt nach Kiel. Du hast jetzt einige Namen genannt. Einer, der da nicht mehr am Werk ist, ist Ole Werner, der ja nach einem relativ schwachen Saisonstart doch aber auch überraschend dann zurückgetreten ist. Hat sich das für dich nach deinem Abgang im vergangenen Sommer zum HSV in irgendeiner Form abgezeichnet oder warst du auch total überrascht? Nein, ich war total überrascht. Ich hatte schon das Gefühl, dass Ole erwartet hätte, dass er vielleicht einen Tick andere Spieler bekommt. Und es hat ja auch relativ lange gedauert, bis die Neuverpflichtungen bekannt gegeben wurden. Vielleicht war er nicht komplett zufrieden mit der Kaderzusammenstellung. Und ja, ich war total schockiert, als ich das gehört habe, genau wie alle anderen Spieler. Mich haben 2, 3 Spieler angerufen von Holstein. Wir haben darüber geredet, wir konnten uns das eigentlich nicht wirklich erklären.
Ich glaube, ein, zwei Tage später hat Ole dann den Jungs erklärt, warum er sich dafür entschieden hat. Und ich glaube, es war auch für alle dann verständlicher. Und ja, ich war trotzdem schockiert, aber ich bin gespannt, wo Ole dann als nächstes Trainer wird, weil ich bin der festen Überzeugung, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. In Kiel hat jetzt Marcel Rapp als Cheftrainer das Sagen und wird die Mannschaft dementsprechend hier auch am Sonnabend im Volksparkstadion betreuen. Die HSV-Bilanz, das weißt du natürlich, aufgrund der vergangenen 3 Jahre, sieht ja gar nicht gut aus. Wir haben 4 Remis und 2 Niederlagen bis dato zu Buche stehen, also noch keinen einzigen Sieg gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Meffo, du weißt es am besten. Was müssen wir am Sonnabend machen, um hier mal einen Dreier einzufahren? Ja, man muss halt sagen, dass es für Holstein ist einfach ein sehr, sehr besonderes Spiel gegen den großen HSV quasi zu spielen. Also ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, dass einfach für Holsteiner so ein besonderes Spiel hier in dem Stadion vor so vielen Zuschauern. Die werden mega motiviert sein, die werden einen guten Plan haben. Haben sehr gute Spieler in ihren Reihen, spielen echt einen guten Fußball. Und wir müssen hellwach sein, konzentriert sein und vor allem Konsequenz. Also wenn wir die Chancen haben, müssen wir sie auch nutzen. Sehr viel Insiderwissen, das uns Jonas Meffert jetzt schon mal rund um Holstein Kiel mitgeteilt hat. Wir wollen noch mehr ins Detail gehen und machen das mit unserem HSV-TV-Gegnercheck. Nach einem schlechten Saisonstart, die ersten 3 Spiele gingen jeweils mit 0-3 verloren und bis dato lediglich einem Sieg, zog Fußballlehrer Ole Werner nach dem 7. Spieltag mit seinem Rücktritt die Konsequenzen. Für Nachfolger Marcel Rapp gilt es nun vor allem, die anfällige Defensive zu stabilisieren. Mit 21 Gegentoren hat der Tabellen-15. Die drittmeisten der Liga. Dazu noch die Pokalpleite gegen die TSG Hoffenheim, bei der die Kieler ganze 5 Treffer zuließen. Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung. In der 2. Liga haben die Störche nicht ein Spiel gegen den HSV verloren. Ihre Bilanz: 2 Siege und 4 Unentschieden. Die Blicke in der kommenden Partie werden sicher auch auf unseren ehemaligen Weggefährten liegen. Schon seit 2019 ein Kieler, der 24-jährige Finn Porat. In der laufenden Spielzeit konnte der Offensivspieler immerhin schon 2 Treffer beisteuern. Erst seit diesem Sommer im Kader Louis Holtby und Fiete Arp, die beide insgesamt 176 Mal für die Rothosen aufliefen. Seit ihrem Abgang ist es für beide das erste Aufeinandertreffen gegen ihren Ex-Club im Volksparkstadion. So, wir sind jetzt in der Crunch-Time unseres Spieltagschecks angekommen und da feiert unser Neuzugang Jonas Meffert heute sein Debüt. Deswegen, Meffo, erkläre ich auch noch einmal ganz kurz die Regeln. Meffo wird gleich den Ball hochhalten, bestenfalls macht er das 60 Sekunden. Währenddessen werde ich ihm ein paar Fachfragen stellen zur aktuellen Situation in der 2. Bundesliga, zu seiner Karriere und natürlich auch zum HSV. Meffo, jede richtige Antwort gibt 1 Punkt. Spitzenreiter bisher übrigens David Kinzombi, dein Teamkollege, mit 8,5 richtigen Antworten. Würdest du sagen, ist realistisch für dich, die Spitze da anzugreifen? Boah, also ich glaube, Kinzo kann sowas richtig gut. Ich gebe mein Bestes, aber mal schauen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dann würde ich sagen, Meffo, mach dich bereit. Ich zähle einmal runter und dann geht's für dich los. 3, 2, 1, los. Wie viele Tore hast du diese Saison schon vorbereitet? 2. Richtig. Wie viele gelbe Karten hast du bisher bekommen? 2. Auch richtig. In deinen Spielen gegen den HSV hast du bisher 2-mal die gelbe Karte gesehen. Wahr oder falsch? Wahr. Richtig. Wer ist älter? Moritz Heyer oder du? Ich bin älter. Auch das ist richtig. Wer hatte vor dir die Nummer 23 beim HSV? Sampero. Korrekt. Jairo Sampero. Wie viele Tore hast du bereits in der 2. Liga geschossen? 7. Wahnsinn, auch richtig. Unter welchem Trainer hast du die meisten Profispiele absolviert? Oh, Kautschinski. Ole Werner. Wie alt warst du, als du zu Holstein Kiel gewechselt bist? 23. Korrekt. Wer ist gerade Topscorer bei Holstein Kiel? Glatzel. Alexander Mühling. Wie heißt das Maskottchen von Holstein Kiel? Weiter. Wie viele Spieler aus dem aktuellen Kader der Kieler sind auch schon für den HSV aufgelaufen? 6. 4.
So, Mefo, die fachkundige Jury hat deine richtigen Antworten zusammengezählt. 7 sind dabei rausgekommen. Ich würde behaupten, du hättest heute die Spitze erklimmen können, wenn nicht diese eine Frage gewesen wäre, als du Robert Glatzel einmal zu Holstein Kiel transferiert hast. Der gute Mann spielt ja zum Glück für den HSV. Was ist da schiefgelaufen, Mefo? Die Frage wurde falsch vorgelesen. Ich habe KSV wurde gesagt. Ich habe HSV verstanden. Und deshalb finde ich es jetzt nicht fair, dass ich nicht 8 Punkte habe. Nehme ich natürlich absolut auf meine Kappe. Mefo geht auf mich. 7 richtige Antworten, aber trotzdem sehr, sehr stark. Damit ordnest du dich ganz vorne ein. Vielen Dank, dass du hier heute am Start warst, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Bleib fit, bleib gesund und holt am Sonnabend den Heimsieg gegen Holstein Kiel. So, das war's dann auch wieder mit dem Spieltagscheck vor dem Heimspiel unserer Rothosen gegen Holstein Kiel. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn unsere Jungs beim Karlsruher SC antreten. Bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV.